Könnt ihr euch vorstellen, dass so etwas in eurem Körper ist? Man darf echt nicht mit den Fingern drankommen, weil man kriegt es nicht mehr ab. Oh krass. So hing es dann halt auch im Körper, ne? Das sind die Überreste eines Brustimplantats, die aus Birgits Körper rausoperiert worden sind. Birgit sagt, sie wurde durch ihre Brustimplantate krank. Wie andere Frauen auch. Das nennt man Breast Implant Illness. Das war schon geil. Also endlich große Brüste und jetzt so, jetzt ist alles in Ordnung. Aber ist halt nicht so. Das vermeintliche Schönheitsideal von großen Brüsten klingt verlockend, kann aber gefährlich werden. Medizinisch ist das Thema allerdings sehr umstritten. Mit Breast Implant Illness tun wir uns wahrscheinlich relativ schwer, weil es sehr schwammig ist. If women have pre-existent allergy, they should be warned that the risk to develop breast implant illness is hugely increased. Das macht die Recherche nicht unbedingt einfacher. Aber ich will den Risiken von Brustimplantaten auf den Grund gehen. Ich habe mich die letzten 2 Monate mit dem Thema Breast Implant Illness, kurz BII, beschäftigt. Bei BII geht es um verschiedene Krankheitssymptome, die in Verbindung mit Brustimplantaten gebracht werden. Diese Symptome sind nicht offiziell als Krankheit anerkannt und auch die Meinungen von WissenschaftlerInnen gehen sehr weit auseinander. Über das Thema wird vermehrt gesprochen, seitdem ein anderes Risiko mit Brustimplantaten in den Medien aufgetaucht ist. Die texturierten, also rauen Brustimplantate von der Firma Allergan stehen im Verdacht, einen seltenen Krebs hervorzurufen. Deswegen wurden kurz darauf europaweit die Brustimplantate zurückgerufen. In dieser Reportage geht es nicht um diese Krebsart. Hier soll es um das Thema Breast Implant Illness gehen und um die Frage, warum sich selbst WissenschaftlerInnen uneins sind. Hallo! Oh, Hund? Ist der lieb? Der ist lieb. Nee, geht. Also wenn sie lieb sind, habe ich keine Angst. Darf ich den streicheln? Ja, der ist immer so ein bisschen. Ach so, okay. Spielerisch unterwegs. Ja gut, okay. Wenn sie cool drauf sind, habe ich kein Problem. Ich bin bei Alina. Sie ist meine Arbeitskollegin, arbeitet im Social Media Team. Alina lässt sich in 2 Tagen ihre Brustimplantate rausnehmen, weil sie immer wieder Probleme mit den Implantaten hatte. So. Das ist mein Krankenhauskoffer. Ich habe keine kleinere Tasche. Bist du aufgeregt? Oder hast du Angst? Ja, ich habe halt Angst, dass ich danach aufwache und mein Kreislauf so krass irgendwie abgeht, weil das habe ich sonst immer. Und ich habe auch Angst, wie das Ergebnis halt nachher ist. Ne? Also, ich hatte jetzt 7 Jahre die Brustimplantate, die Haut ist ja dementsprechend dann auch. Und ja, also davor habe ich schon Angst. Alina hatte Silikonimplantate der Firma Allergan. Außerdem bekam sie vor einigen Jahren eine Autoimmunerkrankung. Nach der Implantation entwickelte Alina verschiedene Symptome. Haarausfall, Sehstörungen, Atembeschwerden und vieles mehr. Anfangs hat sie das nicht auf die Implantate zurückgeführt, auch ihre Ärzte nicht. Ihre Beschwerden, das weiß Alina heute, werden auch unter dem Begriff Breast Implant Illness zusammengefasst. Das ist nicht als Krankheit anerkannt. Warum hast du dich operieren lassen? Ja, gute Frage. Also es war bei mir halt so, dass ich immer schon so einen relativ weiblichen Körper hatte, also so etwas breitere Hüften und keine Ahnung. Und irgendwie ist die Brust nicht so richtig hinterhergekommen. Das war für mich irgendwie schon immer klar, ich möchte größere Brüste haben. Mhm. Und dann habe ich das mit 21, glaube ich, gemacht. Oh, voll jung eigentlich, ne? Ja. Und kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, nach der OP, als du sozusagen deine Implantate drin hattest? Also ich weiß, dass ich mich halt das erste Mal so richtig weiblich gefühlt habe. So, also, dass ich so vorm Spiegel stand und dann das erste Mal BHs anprobieren. Wir waren kurz danach in Amerika. Dann bin ich erstmal bei Victoria's Secret reingerannt und die haben mich abgemessen. Und so, ja, keine Ahnung, es war schon geil. Also endlich große Brüste und jetzt so, jetzt ist alles in Ordnung. Aber ja, ist halt nicht so. Ja.
Im schlimmsten Fall können texturierte, also angeraute Brustimplantate einen seltenen Krebs verursachen, namens BIA-ALCL. Von dem ist Alina nicht betroffen. 2018 gab es deswegen einen Rückruf der Firma Allergan. Danach stellte der Hersteller diese Art der Brustimplantate ein. Patientinnen wurden nicht kontaktiert, auch Alina nicht. Weder von Allergan noch von ihrem Arzt. Ist auch gar nicht vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Ja, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte mich mehr informieren können, was alles passieren kann. Aber ich sehe die Ärzte da auch so ein bisschen halt in der Verantwortung, dass die einfach besser aufklären. Ne? Übrigens, Medizinprodukte werden anders als Arzneimittel von privaten Prüfunternehmen wie dem TÜV kontrolliert und zertifiziert und nicht von staatlichen Behörden. In anderen Ländern geht man allerdings viel weiter. Australien hat einen Vertriebsstopp von Brustimplantaten seit Ende 2019 verhängt. Und auch Frankreich hat im Gegensatz zu Deutschland härtere Maßnahmen ergriffen und bestimmte Modelle von texturierten Brustimplantaten verboten. In den USA gab es sogar von 1992 bis 2006 ein Verbot von allen Brustimplantaten bei medizinisch nicht notwendigen Eingriffen. Und jetzt aber hast du den Entschluss gefasst, die dir rausnehmen zu lassen. Warum? Ja. Also ich habe direkt so viele Artikel gefunden von Brustimplantaten, die zurückgerufen wurden und die fehlerhaft waren, die geplatzt sind im Körper. Und dann, also es war richtig wie so eine Lawine. Und immer mehr Informationen, immer mehr ist rausgekommen, was eigentlich alles durch Brustimplantate hervorgerufen werden kann. Und ja, es war einfach richtig krass. Meinst du, du hättest dir die rausnehmen lassen, wenn du das jetzt nicht erfahren hättest? Jetzt, wo ich weiß, halt, was die Implantate im Körper alles auslösen können, denke ich mir halt, also die Gesundheit ist wichtiger, egal wie das Aussehen ist. Vorher hätte ich halt einfach gedacht, vielleicht gehört das so. Ja, ich weiß ja auch nicht, wie die danach aussehen. Ne? Kann ja auch sein, dass die dann, also ich lasse die halt dann auch extra jetzt ein bisschen straffen. Weil nachher habe ich da so zwei leere Luftballons hängen. Ne? Und das will man mit 28 auch nicht unbedingt haben. Ja, habe ich mir ja selbst eingebrockt so, aber... Und jetzt packst du für einen neuen Klinikaufenthalt. Jo. Ja, gut, was kommt rein? Also, Schlüpper. Nein. Das Wichtigste, immer ein frischer Schlüpper. Ich habe heute Morgen so erstmal überlegt, okay, was brauche ich alles? Ja, Schlüpper auf jeden Fall, Zahnbürste und so, weil ich weiß nicht, ich vergesse immer die Zahnbürste. Ey, so nervig. Dass Brustimplantate überhaupt so starke Probleme hervorrufen können, war mir neu. Ich bin erst durch Alina darauf aufmerksam geworden. Ich muss gestehen, am Anfang dachte ich, dass das eine einfache Reportage wird. Da habe ich mich aber getäuscht. So. Ab geht die wilde Fahrt. Zack. Und auch für mich wird es eine wilde Recherche. Ich schreibe Verbraucherschutz und Ärzteverbände an, spreche mit ExpertInnen und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, schreibe dem Bundesgesundheitsministerium. Ich kontaktiere Allergan und den Arzt von Alina. Erste Rückmeldungen lauten: Ja, wir nehmen das sehr ernst, wir melden uns. Über Alina habe ich von einer Gruppe auf Facebook erfahren, in der sich Frauen über ihre Symptome und ihr weiteres Vorgehen austauschen. Und zu der Gründerin der Gruppe fahre ich jetzt. Birgit Schäfers hat vor einer ganzen Weile eine Facebook-Gruppe eröffnet, die heißt Krank durch Brustimplantate. Und da treffen sich oder finden sich Frauen, die denken, dass sie aufgrund ihrer Brustimplantate krank geworden sind. Frau Schäfers kämpft dafür, dass diese Krankheit anerkannt wird und dass immer mehr Frauen und auch Ärzte aufgeklärt werden. Wenn Sie eine Tasche haben hinten, dann können Sie sich das da hinten reinstecken. Habe ich. Birgit Schäfers ist 52 Jahre alt, arbeitet bei einer Rechtsanwältin. 2010 hat sie sich Brustimplantate einsetzen lassen, nachdem sie 40 Kilo abgenommen hat. Auch sie war unzufrieden mit ihren Brüsten und eine Lösung durch Brustimplantate schien so einfach. Hier liegt ja schon ein bisschen was, ne? Klar. Ich habe da schon was vorbereitet. Was ist denn das alles? Ich sehe hier einen Schwerbehindertenausweis, ja, ich sehe da ein paar Prospekte. Mhm. Ich glaube, hier sind Implantate drin. Der Rest eines Implantates ist da drin, genau. Ja. Was heißt der Rest?
Also ich hatte ja eine Ruptur auf der rechten Seite. Das heißt, festes gerissen rechts, ist, ne? Ja, das war richtig Matsch. Das war, also da war nicht nur ein Riss drin, sondern es war wie ein altes Kaugummi. Und das wurde eingeschickt zum Hersteller. Das habe ich natürlich nie wieder bekommen. Und das wurde mir, das war das linke, wurde mir ganz mitgegeben. Das ist der Rest, also das können wir uns gerne mal angucken. Aber man darf echt nicht mit den Fingern drankommen, weil man kriegt es nicht mehr ab. Oh, krass. Und so hing es dann halt auch im Körper, ne? Oh Gott. Ja, ich lache jetzt, aber es ist nicht witzig. Also das ist so, man darf nicht drankommen. Das ist, klebt dann überall, ne? Das ist so. Also das alles hier ist Silikon, ne? Was hier so sich runterzieht, ne? Genau. Das waren texturiertes, ne? Ja, von das Allergan. Waren texturierte, genau. Das sind die, die jetzt nicht mehr auf dem Markt sein dürfen. Das Implantat ist vermutlich durch eine Krebsvorsorgeuntersuchung gerissen und der Riss wurde lange nicht erkannt. Dann fingen die Symptome bei ihr an. Was hattest du? Das ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich hatte Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, ständig Rachenentzündungen, eine nach der nächsten, richtig mit offenen Stellen im Hals, Reizhusten, Schwindel. Ich weiß gar nicht, ich hatte so eine lange Liste. Ja. Also ich hatte so viele Symptome. Ich war bei jedem Facharzt, egal wo es gerade drum ging. Ich habe Herzstolpern gekriegt. Ich hatte ständigen tauben linken Armen, so ein pelziges Gefühl. Also meine Nase wurde ständig eiskalt und blau. Und ich selbst bin nicht auf den Zusammenhang gekommen. Die Ärzte schon gar nicht, aber auch ich nicht. Kannst du gegen den Hersteller vorgehen oder überlegst du das zu machen? Ich habe den Fehler gemacht vor 4 Jahren und habe ein Angebot von Allergan, von meinem Hersteller, angenommen, weil ich damals noch nicht überblicken konnte, was daraus wird, dass wir so weit kommen. Ich wusste damals auch noch nichts von BIA, ALCL und dass davon auch meine Implantate betroffen sind. Und ich habe das genommen. Was war das für ein Angebot? Wie kam das zustande? Wir haben alles hingeschickt, wie krank ich bin, Fotos von der Matsche und so. Und dann haben sie mir 1.000 Euro angeboten. Meine Chefin hat damals gesagt, wir machen das nicht. Aber ich war so am Ende und so verzweifelt. Und ich wusste ja auch nicht, was wir hier alles noch erreichen. Und habe das unterschrieben. Und ich habe unterschrieben, dass ich nie wieder irgendwelche Ansprüche stelle. Aber auch sonst ist es in Deutschland sehr schwierig, Hersteller von Medizinprodukten anzuzeigen. Denn die Beweislast, dass man durch das Produkt und die Behandlung krank geworden ist, liegt bei den PatientInnen. Die meisten Angebote, wie zum Beispiel die unabhängige Patientenberatung Deutschland, gelten hier nicht. Denn die richten sich nur an PatientInnen mit medizinisch notwendigen Behandlungen. Ich bin ungeheuer traurig darüber, dass meine Lebensqualität weg ist. Ich war früher ganz anders. Immer energiegeladen, immer irgendwie schnell. Ich bin heute oft wie eine Schlaftablette. Ja. Und das macht mich traurig und wütend zugleich. Und das macht mich für alle Frauen, die in der Gruppe sind oder die betroffen sind. Nach ihren Erfahrungen hat Birgit 2016 die Facebook-Gruppe gegründet. Mittlerweile unterstützen sie auch andere Gruppenmitglieder. Sie will Frauen helfen, aber auch ÄrztInnen aufklären. Denn oft hören die Frauen, dass sie sich das einbilden würden oder dass das nichts mit dem Implantat zu tun habe. In der Gruppe werden persönliche Geschichten, Arztberichte und Studien ausgetauscht. Wir unterstützen uns gegenseitig. Die Leute machen sich Mut, die schicken sich Fotos und ey, und du siehst toll aus. Und jetzt kommen mir wieder die Tränen. Weil auch das so ein ganz wichtiger Teil der Arbeit ist, ja, von diesem blöden, vermeintlichen Schönheitsideal wegzukommen und zu sagen, ey, wir sind alle unterschiedlich. Ja, es gibt kleine Brüste, große Brüste, schlafe Brüste. Es ist, wir sind, wie wir sind. Birgit ist fast rund um die Uhr aktiv, wenn es ihre Gesundheit zulässt. Sie geht auf Kongresse, beantwortet Fragen von Betroffenen. Sie will, dass diese Symptome als Krankheit anerkannt werden und dass Frauen mehr Unterstützung bekommen. Jetzt habe ich hier schon wieder im Messenger eine Privatnachricht. Okay, da ist eine Frau frisch operiert worden, hat frisch explantiert, hat jetzt Symptome, die ihr Angst machen und fragt mich per Privatnachricht, viele machen das auch in der Gruppe, was soll ich denn jetzt tun? Und das ist natürlich so, das muss man immer sagen und das sagen wir auch in der Gruppe und überall. Wir sind keine Ärzte, wir geben keine medizinischen und also es ersetzt nie den Termin beim Arzt oder Heilpraktiker oder Therapeuten. Wir können nur aus Erfahrungswerten den Leuten sagen, ich würde das und das machen.
Okay, da erzählt eine Frau, dass sie im März explantiert hat und ja, was sie jetzt noch für Probleme hat. Klar, es ist eine Reise, ne? Es ist nicht Implantate raus und gut ist, sondern und dann erzählen die Frauen halt, was steht jetzt an, wie geht's ihnen, können wir helfen oder haben wir Tipps in der Gruppe oder zu welchem Arzt sollen sie gehen und so weiter. Was haben wir hier? Ja, da hat eine Frau die Ablehnung von ihrer Krankenkasse bekommen für die Kostenbeteiligung und fragt jetzt, wie sie das mit dem Widerspruch machen muss. Da die Symptome zu Breast Implant Illness nicht offiziell als Krankheit anerkannt sind, übernehmen Krankenkassen meist nicht die Kosten für eine Explantation. Und die ist sehr teuer, ca. 5.000 Euro. Birgit hat auch eine eigene Website mit Informationen rund um das Thema erstellt. Und auf so manches, was Birgit mir gleich zeigt, war ich nicht vorbereitet. Und sehen, dass sie nicht aufgehen. Doch, da sind sie. Oh, wow. Ja. Was ist das ja, denn? Ja, ich bin schon ganz abgehärtet, leider. Oder, ja. Oh Gott. Ja, das ist eine Explantation, das ist Narbengewebe, das sind Kapseln, die nachträglich gefunden wurden. Oh Gott. Bei einer Frau, der gesagt wurde, es sei alles entfernt worden. Mir ist kurz übel. Birgit und ich sehen uns gerade Bilder von Brustoperationen an. Ich sehe viele offene Wunden. Birgit bittet auch die Betroffenen um detaillierte Fotos, um sich einen Überblick zu verschaffen. Denn Birgit sammelt die Informationen und fertigt Ärztelisten an, damit Frauen wissen, zu welchen ÄrztInnen sie gehen können. Schockt dich noch was? Schockt mich noch was? Oder gab es in den letzten Monaten, wo du echt dachtest, krass, damit habe ich nicht gerechnet? Es schockt mich, wenn Frauen noch heute ausgelacht werden bei Ärzten. Frauen, die schwer krank sind und sagen, hier gibt es Aufklärungsarbeit. Und wenn dann, also es gibt tatsächlich Ärzte, die sagen, die Frauen sind nur deswegen krank, weil wir uns das in den Social-Media-Plattformen einreden. Und das ist krass, weil die meisten Frauen sind schon jahrelang krank, bevor sie es überhaupt finden, unsere Gruppe. Und dann wird es ihnen erst klar. Die Frauen in Birgits Gruppe wie auch Alina kritisieren, dass sie nicht hinreichend auf die Folgen eines Silikonimplantats im Körper aufgeklärt worden sind. Ich habe Alinas plastischen Chirurgen für ein Interview angefragt, aber bisher keine Antwort bekommen. Deswegen fahre ich nach Frankfurt zu einem anderen plastischen Chirurgen, Professor Dr. Dennis von Heimburg. Wenn das passt, ja, das ist lieb, ja? Damit es einfach ein bisschen schöner aussieht, genau. Und nicht so ein Kabel da so rumhängt. Das wollen wir ja nicht. Wenn wir schon beim Schönheitschirurgen sind, dann soll es ja ein bisschen schöner sein. Dr. von Heimburg hat in Frankfurt eine Praxis und ist Präsident der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen. Das ist eine Interessensgemeinschaft. Es geht ja in unserem Beitrag um das Thema Breast Implant Illness. Was sind denn so Ihre Gedanken dazu oder wie stehen Sie dazu? Solange wir Brustimplantate kennen, gibt es Frauen, die über solche Probleme geschildert haben. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Frauen aufmerksamer geworden sind und sich in Gruppen formiert haben in sozialen Medien und eine enorme Gewalt dort gegenübergestellt haben, den geringen wissenschaftlichen Studien, die es dazu gibt. Dr. von Heimburg erzählt, dass er bisher nur 3 Patientinnen mit Breast Implant Illness Symptomen in seiner Praxis hatte. Und wie reagieren Sie auf die Frauen? Was sagen Sie ihnen, wenn Sie sagen, ich habe Haarausfall, ich habe oft Nasennebenhöhlenentzündung, ich habe Atembeschwerden, ich habe Muskelbeschwerden und diverse andere? Sie haben ja von einem großen Symptombereich gesprochen. Wie reagieren Sie da? Naja, also ich reagiere genauso wie dann, wenn ein Patient das erste Mal zu mir kommt, dass man sie versucht ernst nimmt, dass man auf die Symptome eingeht, dass man sich sämtliche Symptome schildern lässt, dass auch Fragen gestellt werden, in welchem Zusammenhang sind sie aufgetreten, was war zuerst da, was hat die Patientin schon unternommen, ja, welche Möglichkeiten hat sie schon ausgeschöpft der Diagnostik und dann natürlich untersuche ich die Patientin auch, versuche auch festzustellen, ob man objektive Kriterien feststellen kann. Also sehr viele Dinge bei Breast Implant Illness sind ja auch Dinge, die wir nicht sehen können, die sehr, also sehr subjektiv sind. Und ja, so gestaltet sich eine Anamnese mit Untersuchung. Und dann muss man am Ende schauen, welche Schlussfolgerung daraus zieht. Und Sie haben bei den 3 Frauen dann die Schlussfolgerung gezogen, zu explantieren? Also bei diesen Frauen stand es tatsächlich, da führte kein Weg daran vorbei, weil diese Frauen tatsächlich so fest davon überzeugt waren, dass eine
Explantation mit Komplettentnahme der Kapsel, in dem Fall sogar en bloc, die einzige Lösung ist für sie. Ja. Nur kurz zur Info, en bloc bedeutet, dass man das Implantat mit dem drumherum gebildeten Bindegewebe geschlossen entfernt. Diese Schutzhülle bildet der Körper um das Implantat. So ein Eingriff ist meist sehr aufwendig und dauert länger. Denken Sie, dass die Symptome oder die Krankheit offiziell anerkannt werden sollte? Also ich glaube, so weit sind wir nicht. Also selbstverständlich muss eine Erkrankung, wenn es eine Erkrankung ist, offiziell anerkannt werden. Im Moment haben wir es wirklich mit einer solchen Vielfalt von Symptomen zu tun. Und jeder Patient hat ein Augenmerk auf dem einen oder anderen Problem, dass wir nicht von einer Erkrankung sprechen können. Das heißt, das habe ich auch kurz eben versucht zu sagen, wir haben so wenig fundiertes Wissen über das Breast Implant Illness, dass wir unklar sagen können, diese Patientin hat ein Breast Implant Illness. Wir brauchen ja ein paar objektive Parameter dafür. Wir müssen auch uns klar werden, dass Silikon in der heutigen Welt überhaupt nicht wegzudenken ist. In jedem Shampoo ist Silikon, jeder Fisch, den Sie verspeisen, hat Silikon, jede Nadel, die Sie einführen, um Blut zu entnehmen, ist irgendwie mit Silikon überzogen. Das heißt, jeder von uns hat Silikon im Körper. Und die Frage ist jetzt, macht dieses Silikon der Brustimplantate krank? Also in meinen Interviews gab es so einige Anschuldigungen, gerade gegenüber plastischen Chirurgen gegenüber, dass sie das Gefühl hatten, dass sie nicht richtig aufgeklärt worden sind. Also zum einen gab es nur die Aufklärung zum Thema Kapselfibrose und die Probleme, die eine Narkose mit sich bringt bei so einer langen Operation. Aber es wurde wenig über die Brustimplantate an sich gesprochen und was die vielleicht für Auswirkungen auf die Gesundheit haben können. Wir können natürlich nicht über alles aufklären. Also mittlerweile klären wir immer über ALCL auf, über die Problematik, die bei texturierten Implantaten insbesondere auftreten kann, nach einer gewissen Phase, auch ohne dass wir wissen, warum es tatsächlich dazu kommt. Mit Breast Implant Illness tun wir uns wahrscheinlich relativ schwer, weil es sehr schwammig ist. Dr. von Heimburg kritisiert, dass es nicht genug Studien zu Breast Implant Illness gäbe und dass Deutschland noch kein Implantatregister hat. Dieses würde die Bewertung von Implantaten erleichtern, da im Moment keine einheitliche Dokumentation stattfindet. Solch ein Register soll Mitte 2021 zur Verfügung stehen. Während meiner Recherche merke ich, dass die Studienlage sehr kompliziert ist. Es gibt bereits viele Studien, sowohl von Herstellern als auch WissenschaftlerInnen. Aber die kommen zu teils sehr unterschiedlichen Bewertungen von Breast Implant Illness. Das macht es so schwer, es als Krankheit anzuerkennen. Dr. Jan Willem Cohen-Terfeit ist auch Arzt und Wissenschaftler in Kanada. Er hat keinen Zweifel daran, dass es Breast Implant Illness gibt. Er hat bereits an mehreren Studien zu dem Thema geforscht, unter anderem an einer groß angelegten Studie in Israel. Dort wurden 25.000 Frauen mit Brustimplantaten mit 100.000 Frauen ohne Implantate verglichen. Bei einem Viertel der Frauen mit Implantaten traten im Laufe der Studie gesundheitliche Probleme auf. Meistens entwickelten sie Autoimmunerkrankungen. It's not easy to do such a study because you have to have these breast implants for a while before you get the symptoms in general. So it's not a study that if you start now, after 3 years, you don't have any results. You have to wait for at least 10 years, I think, before you can say anything. Of course, I agree that there should be more studies done, but there have been, I think, about 3,000 studies already done. Dr. Cohen-Terfeit sieht vielmehr die Hersteller in der Verantwortung. So that's the other question then. Shouldn't they have to prove that it's safe? So they should have done the studies already before they put in the breast implants. As far as I understood and talking to some women and doctors, many doctors state that breast implants are very safe, they're not leaking. What do you reply to those doctors? What do you say? Okay. What does the outcome of your research show? Okay, so first of all, that they don't leak is nonsense. It's been proven that all these breast implants in the long run will leak. So in the past, it was mentioned that these breast implants are implants for life. That's nonsense. I think generally you should say every 10 years they should be replaced by new ones. The breast implant illness starts at an average after 7 years of implants. So the first years, if you do research and you only see them after 3 years, you think you're a great doctor because you make these women very happy.
But then if you see them back at after 10 years or after 20 years, you get a different story. And that's not what plastic surgeons in general do. So we don't know how safe it is. That's a major issue. Do you think there is you get a general health problem when you get breast implants? No, I don't think so. I think that you, if you have breast implants and you have an immune system that's reacting against different things like allergens, like immune stimuli, then that you become ill. But it might be very well true that these other 75% of patients do never get anything. In my interviews, women with BII stated that doctors do not believe them most of the time. They said, well, it's some psychological reasons or you have a bit stress. What do you recommend these women? Go to a better doctor. Terfels Ergebnisse und auch andere Studien zeigen, wenn Frauen sich die Implantate rausoperieren lassen, dann geht es ihnen häufig besser. Deshalb plädiert er dafür, dass PatientInnen vorher sorgsam durchgecheckt werden sollten. Wenn sie bereits Allergien oder Autoimmunerkrankungen haben, sollten diese Frauen keine Implantate bekommen. Ich habe jetzt ziemlich viele Infos zusammengetragen und Florence vom Funkformat Dr. Flojo hilft mir, das einzuordnen. Sie ist Ärztin und erklärt in ihren Videos medizinische Themen. So, jetzt sind wir da. Ah, perfekt. Ihr hört mich gut? Du, beziehungsweise also du? Gut, ja. Sehr gut. Ich dich auch. Vielleicht kannst du mir da so einen Einblick geben und sagen, warum das tatsächlich so schwierig ist. Es ist tatsächlich sehr schwer, eine Krankheit rauszumachen, weil auch wenn so viele Symptome da sind, von denen ganz viele Frauen berichten und die sich auch immer wiederholen, also es sind ja dann immer wieder diese Muskelsteifigkeit, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, dieser Brain Fog, also ganz viele Dinge, die viele Frauen halt erwähnen. Trotzdem sind das leider Symptome, die sehr unspezifisch sind. Bedeutet, das ist nicht wie bei einer Erkältung, die Nase läuft und der Hals tut weh und das ist so typisch für eine Erkältung, sondern diese Symptome können halt bei ganz vielen anderen Sachen auch zutreffen, also auf ganz viele andere Erkrankungen. Und deswegen ist es sehr schwer einzugrenzen, ah ja, genau das ist Breast Implant Illness oder das muss daher kommen. Und findest du, es sollte eine sein? Tatsächlich jetzt, nachdem ich mich auch selber nochmal damit eingeschäftigt habe, habe ich tatsächlich gedacht, oh, das sollte man auf jeden Fall mehr ins Bewusstsein der Ärzte führen und nicht nur eben von Brustchirurgen und von mir aus Frauenärzten, sondern einmal am besten noch der Hausarzt, Allgemeinmediziner. Und, im Grunde kann man auch Augenarzt dazu, Neurologen, weil das ja eben die Symptome ganz viele Bereiche betreffen, dass man das am besten so standardmäßig mit abfragen würde, sobald eine Patientin in der Richtung Probleme angibt. Der Dr. Cohen-Terfeit, der sagt, Frauen sollten, wenn sie Brustimplantate sich implantieren lassen sollen, auf Allergien und Autoimmunerkrankungen getestet werden. Ansonsten sollen die die Finger davon lassen. Wie realistisch schätzt du das denn ein? Also wenn man sich die Studienlage ansieht und eben sieht, dass die Autoimmunerkrankungen und Allergien deutlich häufiger nach Brustimplantaten auftreten. Aber natürlich, um Autoimmunerkrankungen auszuschließen, da gibt es einfach so eine riesen Bandbreite, da müsste man riesen Bluttests fahren, ganz viele Marker bestimmen. Das ist sehr schwer, wirklich jede zu erfassen. Cool, ja? Dann habt noch einen schönen Tag. Ich mich auch. Ja, bis dann. Du auch. Bis dann. Tschüss. Allergan hat sich auf meine Mail nicht gemeldet. Der Hersteller wurde mittlerweile von einem anderen großen Pharmaunternehmen namens AbbVie aufgekauft. Ich versuche es auch dort. Man leitet meine Anfrage weiter. Ich bekomme eine Absage und hake nach. Die Pressesprecherin sagt, sie habe keine Zeit und lehnt auch eine schriftliche Beantwortung ab. Auch andere angefragte Stellen wie der Verbraucherschutzbund fühlen sich nicht imstande, mir gegenüber Aussagen zu tätigen. Alle versichern mir, dass sie das Thema Breast Implant Illness ernst nehmen und wichtig finden. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass sich niemand so wirklich verantwortlich fühlt. Ich bin wieder bei Alina. Ihre OP ist mittlerweile 4 Wochen her. Also ich habe hier OP-Bilder drauf. Wir können uns die angucken. Hast du die schon angeschaut? Ja. Also ein paar davon sind echt heftig. Ich habe Angst, ich will nicht die falschen Bilder aufmachen. Wie ging das denn jetzt hier nochmal?
das ist das falsche Bild schon. Wow. Ja. Oh, wow. Ja, ja. Oh Gott. Oh Gott, warte, ich mach weg. Oh, OMG. Guck nicht hin, guck nicht hin. Das ist wie ein Unfall, ne? Oh, wow. Und das ist, nachdem sie entfernt hat, oder ist da noch was drin? Ja, nee, das ist nachdem. Ich weiß auch nicht, was das hier alles ist. Alina und ich sehen gerade in ihre aufgeklappte Brust. Und man kann in das Innere der Brust sehen, wie eine offene Wunde. Was ist das? Das sind die Hüllen, die sich darum entwickelt haben. Du sagst es jetzt so ganz nüchtern. Wie geht's dir, wenn du das siehst, dass das in deinem Körper drin war? Ich kann das gar nicht beschreiben. Also das ist so eklig, wenn ich daran denke, dass das in meinem Körper war. Wir sehen Alinas Silikonimplantate und daneben das dünne Bindegewebe, das sich um das Implantat herum gebildet hat. Okay, nochmal eben tief Luft holen. Es geht wieder los, es wird wieder eklig. Aber wie schnell man sich auch an so einen Anblick gewöhnt, ne? Also als ich die das erste Mal gesehen habe, war ich... Also da konnte ich erst mal ein paar Minuten nicht mehr. Die OP ist jetzt 4 Wochen her, ne? Wie geht's dir jetzt? Besser. Also bei mir war auf jeden Fall erstmal die Atmung, die krass verbessert ist. Also ich habe jetzt erst gemerkt, wie schlecht man eigentlich mit Implantaten atmen kann. Dann hatte ich vorher immer Sehstörungen. Also ich habe so verschwommen gesehen und ich wusste, dass das nicht kommt, weil meine Augen schlechter geworden sind, weil zwischendurch konnte ich immer perfekt sehen und dann an anderen Tagen war es dann auf einmal verschwommen. Also jetzt habe ich das nicht mehr. Ich habe keine Sehstörungen mehr. Meine Haut ist besser. Also so diese ganzen Entzündungen gehen aus der Haut raus. Wir können auch Implantate noch gucken. Oh ja, stimmt. Ich hole sie. Alina will ihre Implantate behalten, weil sie sich erhofft, doch noch gegen den Hersteller Allergan vorgehen zu können. Ihre ersten Gespräche mit AnwältInnen haben ihr aber keine Hoffnung gemacht. Müssen die gekühlt sein oder wie lagerst du die? Ja, also das ist das jetzt, was ich aus dem Krankenhaus mitbekommen habe, die Teile hier. Ich muss mich noch mal informieren, ob die in den Kühlschrank müssen oder so. Ich weiß es gar nicht. Also ich habe so 1-2 Beiträge gesehen, da hatten die Frauen das in ihrem Kühlschrank. Ja, vielleicht muss ich da noch mal gucken. Oh, da ist auch noch... Ich hole mal eben Zeber. Da ist noch so ein bisschen Haut dran. Ja. Darf ich die mal? Oh, die hat ein bisschen schon Gewicht. Ja. Also ich muss ja gestehen, für mich war das schon immer ein bisschen befremdlich, sowas. Irgendwie konnte mir das nie... Darf ich diese anhören? Also Eieiei. Und dann die waren da so drin, ne? Das macht schon einen Unterschied, ne? Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe mir meine alten BHs angeguckt und dachte mir nur so, Alter. Wow. Alina und andere Betroffene hoffen, dass das Thema Breast Implant Illness noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Sie wollen, dass sie und ihre Symptome ernst genommen werden und fordern Entschädigungen. Habt ihr von dem Thema Breast Implant Illness gehört und was denkt ihr darüber? Meine Funkkollegin Dr. Flojo erzählt euch in ihrem Video mehr zu dem medizinischen Hintergrund.